Herzlich willkommen bei Minecraft. Mein Name ist Steffi. Stefanie Undercake. Ihr müsst wissen, ich bin zum allerersten Mal, also ich spreche zum allerersten Mal hier. Zum allerersten Mal eine Aufnahme. Ja. Was überlege ich? Ach ja, ich wollte hier ins Bett gehen. Ihr müsst wissen, ich mache das Aufnahme und so, oder? Eine Spinne. Zum allerersten Mal. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich halt das Essen überlegen muss. Was ich so sprechen soll was wollte ich sagen? Erstmal ins Bett legen, nicht keine schlafen, weil da Monster sind. Sehr schön. Erstmal dieses Monster erstmal erledigen. Das habe ich ja schon vorher gebaut. Ich hatte davor, als ich schon YouTube gemacht habe, noch kein Mikro. Und YouTube und so hatte ich halt Interesse, als ich das zum allerersten Mal so als Interesse. Ich rede gleich weiter, bis ich diesen Skelett hier umgebracht habe. Ich hoffe, ich kann jetzt schlafen. Ich habe. Was wollte ich denn sagen? Was wollte ich sagen? Ich habe vergessen. Schlafen. Okay, dann bleibe ich eben wach. Was wollte ich machen? Ja, ich habe ja hier schon lange hier fertig das Haus und so fast fertig gebaut. Ja, da habe ich halt so privat weitergemacht. Ich wollte halt wissen, was ihr so gerne was so gerne von mir sehen wollt. Ich spiele halt gerne Minecraft, ich habe Star Stable, ich habe Elysia Online, was hab ich da jetzt noch? Ich hätte jetzt noch eine Switch, aber ich kann den noch nicht zeigen, da ich ja noch nicht kein Capture Card und sowas habe. Und ich muss es mal informieren, wie man das Ganze halt alles verbindet. Und ihr müsst wissen, am besten sage ich das auch euch, über mich und so achten müsst. Ich bin zu 80% behindert. Habe eine Behinderung, mein Gehirn bildet sich zurück. Das heißt, wenn ihr mir was schreibt oder so oder redet, müsst ihr mich quasi so erklären, als würdet ihr ein Kind erklären wollen, weil sonst verstehe ich nicht, was ihr mir sagen wollt.
es ist leider so meine Behinderung, da muss man leider ein bisschen drauf achten. Wenn ihr in die Kommentare schreiben wollt oder fragen wollt über mich, über was weiß ich was. Und ich möchte einfach, dass ich ja, weil YouTube macht mir auch auf jeden Fall Spaß. Ich hatte es ja mal so, halt mal so getestet. Ich habe ja auch ein paar Videos ohne Mikro und ohne Gaming-PC. Ich hatte damals von meinen Eltern, von meiner Mutters PC Video gemacht, also so einen Test, weil ich halt nichts Ahnung habe. Und ich bin halt neu, aber noch neu auf YouTube. Also ich habe noch nicht so Ahnung und ich muss alles noch, ja, reinfuchsen. Und ja, jetzt wird es endlich mal wieder Tag. Und ich hätte meine Frage, und zwar kennt ihr The Legend of Zelda Ocarina of Time? Ich hatte schon mal quasi ein Video quasi schon geschrieben, als ich noch kein Mikro hatte. Ich will ja, ob ihr Lust habt, zusammen mit mir, oder ich würde gerne mit euch zusammen von The Legend of Zelda Ocarina of Time den Lolan Farm bauen. Und ich habe auch hier den passende Texturpack runtergeladen. Sorry für mein ja, für meine Aussprache, aber ich kann nicht so gut Englisch und sorry dafür. Ich bin sehr schlecht in Englisch, von daher, und bitte verzeiht mir, dass ich das nicht gut aussprechen kann. Und ich habe hier von Majora's Mask Vision habe ich mir das hier runtergeladen. Und ja, dann wollte ich halt mal auch mal den Texture Pack zeigen. Ach, dieses schwieriges Wort, sorry. Und ja, jetzt wollte ich halt weitermachen. Jetzt ist endlich mal Tag geworden und ich hoffe, ich begegne keinen Creeper. Was habe ich denn jetzt? Ach, Stein habe ich jetzt. Jetzt werde ich von meinem Hof. Ach, übrigens, so sieht mein Haus aus. Und jetzt habe ich hier einen halben Weg gemacht zu meinem Stall. In den Stall soll Pferde, Kühe reinkommen und, glaube ich, auch Schafe für Wolle und so weiter. Ja, was wollte ich denn noch? Was soll ich denn noch jetzt erzählen? Was wollte ich nochmal sagen? Was wollte ich machen? Sorry, das liegt auch an meinen Bildung, dass ich zu lange überlege, was ich sagen will. Damit. Ja, ich starte auch und ja, das ist noch, weil ich ein bisschen nervös bin. Ich mache das ja, wie gesagt, zum ersten Mal mit Aufnahme und ich weiß nicht, wie ihr so reagiert. Ja, über meine Behinderung wollte ich nur sagen, hab bisschen, ja, Verständnis und Rücksicht. Sorry, schweres Wort. Einfach drauf achten. Also, ich will, dass es halt
beachtet wird und auch akzeptiert wird, dass es so ist. Weil ich hatte schon an vergangenen Jahren, also in der Schule und so, schlechte Erfahrungen gemacht. Da wurde ich halt, ja, nicht akzeptiert, weil ich halt 80% behindert bin und ja, und die halt nicht mit meine Behinderung und so weiter, also hatte ich das Gefühl, nicht klar kam und ja, ich hoffe, er versteht das und ich versuche mein Bestes zu geben und euch, damit es euch hier nicht langweilig wird. Was wollte ich gerade machen? Ich wollte Holz holen. Nee, Steine wollte ich haben. Schnell zu meiner Mine. Ich hatte auch eine Mine gebaut. Unterirdische Mine runtergegraben. Ja. Dann muss ich überall noch treiben, aber irgendwie komme ich nicht dazu. Und ich bin auch immer überlegen, was ich da so mache. Also was ich halt vorhabe, wann ich das alles so aufnehme und ich werde auch irgendwann Livestream vielleicht machen, aber erst noch nicht. Ich mache erst mal über Aufnahme, damit ich halt langsam und so warm werde und so alles. Ja, wer auch mal zum ersten Mal aufgenommen hat und vielleicht auch ein bisschen nervös, weil man halt nicht weiß, was man so erzählen kann. Ihr könnt ja auch gerne ein Thema überlegen, was ihr von mir wissen möchtet. Und ja, und ja. Und übrigens, ich wohne auch noch bei meinen Eltern. Also wenn ab und zu mal Geräusche aus meinem Zimmer hört, das kann entweder ja, meine Eltern sein, also entweder meine Mutter oder mein Stiefvater. Ja, ich bin nur noch zu Hause. Ist auch gut so. Ja, ich will einfach noch nicht weg von zu Hause. Ja, oder ihr könnt auch überlegen, was ich so noch in Minecraft, welchen Projekt ihr zusammen starten wollt oder Wunsch. Und übrigens, ich habe Krummer Hills an Texturpack hier von mir jetzt, wenn ihr wissen wollt. Ich habe Shader, habe ich den Cyborg Shader. Ich habe viele andere. Vielleicht habt ihr vielleicht einen Wunsch, welchen Shader ihr bei mir sehen wollt. Oder anderen Texturpack. Ich sag jetzt immer Textur, weil ich halt das englische Begriffe nicht so gut kann. Ich bin halt Englisch. Ich hatte zwar Englisch in Schule, aber die wurde irgendwann nachgelassen, weil ich in der Ausbildung halt kein Englisch hatte. Deswegen ist mein Englisch leider sehr, 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 sehr schlecht. Also entschuldigt dann das. Ja, wenn ihr das dann so nervösen Sachen hört, ja, oder stottern hört, das ist halt, ich kann es halt nicht gut aussprechen. Ne, Kies. Immer diesen Kies, ey. Der braucht schon Kies. Außer für Wege vielleicht. Immer da, wo man Steine braucht. Sonst muss man die scheiß Kies nicht. Was kann ich denn noch überreden? Ich wüsste jetzt nicht, was ich noch so großartig erzählen soll. Ich werde aber erst am Anfang erstmal nur eine halbe Stunde aufnehmen für einen Anfang, weil ich
ich dann, wenn ich den Video bearbeite, über Filmora 9 mache und ich habe es ja noch nicht, noch nicht gekauft. Es wird auch halt dieses Jahr noch nicht, also wenn ihr dieses komische Wasserzeichen-Dingsabums von den Filmora, weil ich das ja dann kostenlos erstmal hochlade, also runterlade, also nach YouTube exportiere und dann kommt da dieses Filmora Wasser Dingszeichen. Wundert euch nicht, ich habe es noch nicht gekauft und es wird auch erst dieses Jahr noch nichts werden, denn ich habe einem momentan kein Geld, keine Zeit. Und es steht ja noch Weihnachten und so vor der Tür. Und das mit also aufnehmen oder streamen planen, das weiß ich auch noch nicht, wie ich es mache, denn ich bin halt auch, muss halt auch arbeiten. Ich habe auch, habe jetzt, habe an meiner Arbeit zwei Schichten, einmal spät, einmal früh. Ich habe jetzt diese Woche spät, aber ab nächster Woche habe ich wieder Frühschicht und dann weiß ich halt nicht, wann ich dann immer aufnehmen kann und streamen kann oder streamen kann, genau, oder so. Ich denke, dass ich halt dann los aufnehme oder streame, wenn, wenn ich gerade Luft habe und Zeit habe. Ich habe erst so geplant, vielleicht so einen Stundenplan zu machen, aber dann habe ich halt Schiss, dass es halt doch nicht so klappt, wie ich es gerne hätte. Und vielleicht habt ihr vielleicht noch Tipps, wie ich das mache mit dem ganzen Plan und vielleicht habt ihr auch Uhrzeiten, die ihr lieber guckt oder YouTube schaut oder Zeit habt. Das wäre auch mal gerne gute Tipps und Informationen für mich, denn ich, ich kenne zu gut wie gar nicht mit, fast also mich noch nicht so gut mit YouTube und so alles aus. Ich muss immer noch vieles reinfuchsen, weil ich vergesse sehr viele. Ich bin auch sehr, sehr, sehr vergesslich. Also es liegt auch daran, dass ich halt ein bisschen Demenz habe. Und also die Art von Demenz. Und wenn ich das halt nicht so, quasi wenn man mir eine Aufgabe gibt und nicht sofort macht, habe ich in 5 Minuten quasi vergessen, was ich machen wollte. Es kommt also auf jeden Fall mal vor, dass ich gerade irgendwas ein Thema rede und dann vergessen habe, was ich sagen wollte. Oder nicht mal weiß, wo ich stehen geblieben bin. Also es kann durchaus mal vorkommen. Ich hoffe, dass es ihr nicht so übel nimmt mit den ganzen, aber mit Behinderungen und so alles. Es ist halt nicht einfach. Ich bin froh, dass es halt noch so gut ist, also noch so einigermaßen gut ist mit der Behinderung. Weil bei mir ist es, manchmal ist es halt nicht, wie weit oder wie die Zukunft noch so bringt und man weiß es halt nicht, ob das so bleibt oder ob das nach Jahren noch weiter zurückbildet, also so weit zurückbildet, dass ich halt bettlägerig werde. Man weiß es halt nicht, es ist quasi schön, ein Stern. Also, da weiß man einfach nicht, wie die Zukunft rausgibt oder sowas ähnliches. Ja, ihr merkt schon, dass ich auch noch nervös bin, weil ich halt nicht weiß, wie ihr so reagiert, wenn ich jetzt neu bin und vielleicht könnt ihr auch mir Tipps geben, was ich besser machen kann. Ob ich vielleicht mehr so üben soll oder ob ich. Weil ich habe halt noch Schiss, also dass er über mich halt auslacht, weil ich halt, ja, ich merke schon, dass ich.
Ich will ja auch vieles sehr, sehr gerne zeigen, was mir in Spielen Spaß macht. Ich hoffe, dass ihr Verständnis habt. Ich guck mal auf die Uhr, ich habe mir einen Timer gemacht. Glaube ich, hoffe ich. Ich habe den Timer gemacht. Shit. Sorry. Ja, dann war ich jetzt einfach ungefähr. Ich wollte einfach Timer stellen. Ich weiß, dass ich eine halbe Stunde ungefähr aufgenommen habe. Das habe ich irgendwie gut gelabert und gebaut. Sorry. Aber das war halt mir wichtig, dass ich das halt sage, darüber spreche. Was ihr halt wissen wollt. Und ich finde einfach den Weg nicht mehr. Fängt ja schon gut an. Nee, da kam ich, ne? Ja, da kam ich. Ja, kommt auf einmal mal kreuz und quer einfach. Ich gehe mal einfach mal geradeaus weiter. Den Weg wieder. Ich merke schon, draußen ist wieder dunkel. Was? Ja, ist Lava. Ich habe mich verlaufen. Ah, das passiert sehr oft bei mir. Ich grabe irgendwo hin und weiß dann nicht mehr, wo ich lang muss. Ist da? Ja, warte. Ah, ich habe den Weg gefunden. Vier Steine habe ich. Sehr schön. 4, 5 Stacks habe ich. Und ich habe noch Eisen. Den muss ich auch mal schnell nehmen. Oh. Doch nicht. Oh. Warte mal. Entschuldigung. Ja, ich dachte, ich habe es gefunden. Warte mal. Ach, da geht's nach oben. Ja, ich habe zu viel Wege gebaut. Ja, ich hatte ja Steine gebraucht. Habe ich auch eine Mine gefunden. Ich habe zwar schon mal reingeguckt und bin auch darin mal gestorben, weil der scheiß Skelett mich ja umgebracht hat. Und da sind auch die Höhlenspinnen. Die sind übel. Trotz Mitschild. Und es ist dunkel draußen. Ich esse mal was. Dann gehe ich erstmal schlafen. Ich hoffe, ich kann jetzt mal schlafen gehen, weil es geht langsam auf den Keks. Ja, danke schön. Ich kann schlafen. Für den ganzen. Ach ja. Was könnte ich noch so ein Thema sprechen? Ja, Elish Online. Können wir auch zusammen spielen. Wir müssen halt nur schreiben. Aua. Nein, aua. Verbrennt euch. Sorry. Verbrennt. Warte. Der Skelett hier, den bring ich jetzt mal um. Oh, da ist ein Händler. Der geht mir auf die Nerven. Okay. Der hat Probleme. Was wollte ich da sagen?
Schild ist fast kaputt. Aber eigentlich wollte ich hier. Ja. Vergessen. Ich hoffe, es ist niemand hier drin. Kein Creeper oder sowas. Das wäre schlecht. Ja. Habt ihr so ein. Was? Eher für ein Projekt für Minecraft? Was wir zusammenbauen können und ja, was soll ich nochmal sagen? Sorry, ich bin zu nervös, weil ich habe noch nie so gesprochen. Normalerweise spreche ich nicht halt so flüssig. Ich bin eher eigentlich sehr schüchtern. Ich will halt ein bisschen, ja, weil ich halt sehr schüchtern bin, auch mal ein bisschen mutig sein und auch mal so offen. Und da kann ich auch meine Gefühle rauslassen und so alles. Deswegen habe ich auch gerne YouTube, weil vielleicht hat ein oder andere auch irgendwie das gleiche. Eine gleiche Erfahrung oder auch eine irgendwie Behinderung und auch irgendwie ja für den auch richtig schlimm und ich weiß es ja nicht. Ja, Behinderung ist auch ein bisschen nicht toll, aber man muss damit halt auch und akzeptieren, dass man, dass es halt so ist. Und dafür hat man auch ein paar Sachen Positives. Zum Beispiel, man kann durch den, man kriegt ja, man hat ja Behindertenausweis oder man bekommt ein bisschen Behindertenausweis. Und man kann umsonst damit alle regionalen Züge, Busse und so weiter fahren, ohne zu bezahlen. Und man kann auch eine Begleitperson mitnehmen. Entschuldigung, ach, ich musste gerade mal husten. Ich wollte nicht ins Mikro reinhusten. Das ist nicht so toll. Warte mal, wie viel Uhr haben wir denn? 23. Okay. Weiterbauen. Oh, noch ein. Ja. Hier vorher habe ich eben eine Brücke gebaut. Das war Wasser. Blätter, Nasen. Ich glaube, den Baum muss ich doch mal weghauen, weil der über den Weg läuft, über den Weg wächst. Schön, auch da, wo der, das ist halt schön, dass er da so wächst, aber schön. Ja. Der wächst halt den Weg da. Zwei Zäune. Wo mache ich den Setzling jetzt hin? Guck mal, wie schön die alle so gewachsen sind. Voll schön. Ich habe einfach nur hingepflanzt, weil ich Holz, so viel Holz brauchte, aber. Was mache ich denn hier in den Boden? Stein oder Holzboden? Ich könnte ja auch mal Entschuldigung in die Kommentare schreiben,
ob ich hier, ja, hier würde ich gerne die Pferde reinhaben. Die Pferde vielleicht. Und hier gegenüber Kühe. Und hier vielleicht die Schafe und Schweine. Mal gucken. Ich muss mir noch überlegen oder ihr könnt Tipps und auch gerne dabei helfen, was ihr gerne hinein möchtet. Ja, und überlegt, ob und ihr könnt euch überlegen, welches Projekt und welcher. Ob ihr der Legend of Zelda Ocarina of Time kennt, da würde ich gerne über Kreativmodus den London Farm bauen und in den Pack, was ich da reinsetze oder reinpacke. Das ist richtig cooler, ich finde ein cooler Texturpack, weil dieser Pack, das ist nicht nur, das hat er Zelda-Spielen, also in dem Pack gibt es halt auch Musik zu passen zu den zu Zelda, also zu Ocarina of Time und es ist auch Musik drin von Majora's Mask drin und ein Musik von Skyward Sword, glaube ich, und ein Musik aus Wind Waker, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, müsste ein Filmwerk dabei sein. Und ja, und ich finde den Pack richtig cool. Ich habe das halt mal so privat so. Oh shit. Dann halt getestet und auch drauf mal so nur mal gespielt. Also ich finde das richtig, richtig cool. Also ich wusste überhaupt nicht, dass so ein Pack überhaupt gegeben oder gibt, weil ich habe das halt mal nur so durchgescrollt und ich habe es halt, weil ich halt gucken wollte, was noch so ein Texturpack oder Ressourcenpacks so gibt. Ja, und dann bin ich auf das gestoßen und habe es halt mal ausprobiert und wir müssen nur wissen, ich muss gucken, welchen Versionen das halt noch gut funktioniert. Zum Beispiel, ich muss, in 1.9 funktioniert das auf jeden Fall, weil ich habe das mal ausprobiert. Zwar, es steht, das ist so ein rot markiert, dass es halt nicht für die Version ist. Aber es funktioniert noch, also man kann halt, ist noch halt nichts verbuggt wie in 1.4 jetzt, weil wenn ich jetzt umwechseln würde, wären die Pferde sind dann sehr, sehr, sehr verbuggt und das ist nicht so toll und ja, da muss ich halt vieles ausprobieren. Ja, sorry, dass ich so viel labere, aber ich will ja auch, ich hoffe, dass so, ich habe gerade eine Nachricht bekommen und ich antworte gleich. So. Habe ich geschlafen? Ja, ich habe geschlafen. Ja, verwirrt. So.
Ja, ich denke, es war's für heute. Entschuldigung für den Anfang, das Nervosität gerade. Ja, und ich weiß nicht, was der Typ da für ein Problem hat. Ich muss gucken, wie. Ah, und so sieht mein Skin aus. Und wenn ihr wissen wollt, oder wenn ihr möchtet, oder wissen möchtet, wie ich in YouTube heiße, Stefanie Undercake, so heiße ich halt auch in Star Stable. Und in Alicia Online heiße ich Steffi 007. Und hier in Minecraft heiße ich Steffi 00. Einfach immer die 00, außer in Star Stable. Ja, und ja, ich hoffe, ich hab euch nicht so gelangweilt, weil ich bin ja alleine. Ja, ich weiß nicht, ob ich ja jemanden finden, der mit mir halt zusammen Minecraft spielt, aber ich muss erstmal ja vieles noch ja nach und nach alles besorgen, wie ich würde ja gerne Realm Server eröffnen. Vielleicht habt ihr auch mal Lust, Minecraft zu spielen. Ja, erstmal dazu und ich sage erstmal Tschüss und ich hoffe bis zum nächsten Mal und ich denke, morgen ist Freitag. Ich denke, dass ich Freitag wieder Minecraft aufnehmen werde oder kann. Mal gucken, welche Uhrzeit, weil ich weiß immer nicht, wann ich mal Zeit habe, weil ja, ich komme erst morgen, komme ich erst so gegen ja so 7 Uhr wahrscheinlich, 8 Uhr oder Viertel vor 8. Ich weiß es immer nicht, weil es kommt mal drauf an, wie der Verkehr so ist und Bus und bla und ihr kennt das bestimmt selber und ja, ich hoffe, ich habe euch nicht mit meinen Geräte gelangweilt. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.